Besteigung des Hochvogels oder ein freier Tag. Bei dem schlechten Wetter für viele eine einfache Entscheidung, mit der Kamera erst recht. Die Bergführer ziehen mit kleinen Gipfelgruppen los, in der Hoffnung, dass es oben aufgeht. Dafür gibt es um die Hütte rum einiges zu entdecken. Hier. Um die Hälfte reduziert. Genau. Mit Riesen da ist. Und wie war's? Super, aber neblig ohne Ende, keine Sicht. Schade, oder? Schade, ja, schade. Ausgerechnet heute beim Hochvogel, keine Sicht, das ist halt dann schon. Aber was will man machen? Und wie war's im Berg? Wunderbar! Total romantisch. Super! Trotz oder gerade wegen des Nebels war es möglich, auf Blumenpirsch zu gehen. Und dann, gegen Abend, lichtet sich auch noch der Nebel. Petra und Andi haben sich die Zeit für ein paar Aussagen vor der Kamera genommen. Ich bin die Petra. Und ich bin der Andi. Wir sind hier oben besonders gern. Hinten wird es leid, weil das eine der schönsten Lagen ist, was er heute haben kann, direkt unterhalb vom Hochvogel, zu dem viele Gäste, Tausende im Jahr kommen, extra wegen dem Hochvogel, um ihn zu besteigen. Ein sehr markanter Berg ist, sehr schöner Berg. Außerdem liegt man noch am Jubiläumsweg, am Höhenweg von der Landsberger Hütte zu uns, aber von der Wildersalpe. Und dann geht es von uns weiter zum Edmund Propstaus, oder man kann zur Kemptnerhütte rüberlaufen, sind wunderschöne Höhenwege und für den Gast gibt es hier viel zu sehen. Also in erster Linie versucht man natürlich die Gäste zufriedenzustellen, alles, egal ob es Essen oder Service ist. Und für uns selber ist es natürlich, man muss sich wohlfühlen an so einem Ort und man muss die Arbeit gerne machen und die Natur drumherum genießen. Dann denke ich, kann man aber gute Arbeit leisten und das den Gästen so rüberbringen, dass die sich natürlich dann auch mit wohlfühlen. Nach dem Abendessen hat dann der Kellner aufgespielt und passend zu der Musik gab es noch einen schönen Sonnenuntergang. Ein doch schöner Tag geht zu Ende.